Okay. Ja, genau. Hallo und herzlich willkommen bei Viva Decor. Heute haben wir was richtig Spannendes im Programm. Und zwar ist das ein Perlenpen. Und aus diesem Perlenpen lassen sich tatsächlich, der Name sagt schon, Perlen machen. Erstmal ist hier Farbe drin und das Ganze hört sich komisch an, ist aber so. Beate Ahrens kennt sich aus und wird sich heute sicherlich mal mit mir ein bisschen auseinandersetzen und mit diesem Perlenpen, um mir Ja. und natürlich auch allen Interessierten zu Hause erklären können, was das eigentlich genau ist. Wir haben aber auch schon mal ein Beispiel hier. Das ist ein T-Shirt, das schon verziert Ja, ist mit Perlen, genau, ne? richtig. Und da können wir auch ganz genau sehen, Andrea, diese Perlen, die sehen aus wie gestickt. Das heißt, wir können hier tatsächlich diese Illusion schaffen, als wenn diese kleinen Perlen liebevollst aufgenäht worden wären. Und selbst die Größe können wir auch selber bestimmen. Und das Unglaubliche ist, das Ganze können wir auch noch bei 30 Grad waschen. Und man kann es auch zerren Ja, und da können ziehen, wir da kann dran überhaupt nichts passieren, ziehen, ne? da können wir auch dran rubbeln. Also da Ja. passiert gar nichts. Zieh da jetzt mal richtig kräftig dran Ja. und Und es bleibt der tatsächlich Delfin drauf, ja? fällt wieder zurück. Und ich kann es auch auf jedes Material machen, ne? Das muss jetzt nicht unbedingt so ein Baumwollstoff sein. Baumwollstoff, Jeanshosen können es sein, Ja. Leinen darf es durchaus sein, selbst auf einem Bikini funktioniert es oder Ja, auf das ist verrückt. Leinenturnschuhen. Also Ja. da haben wir grenzenlose Möglichkeiten, hier unseren Kleiderschrank richtig aufzupeppen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, weil das Ja, sind ja alles richtig tolle Motive. Wie gerne. kriegt man diese Motive jetzt aber aufs T-Shirt? Das wird ja erstmal nicht so Ja, einfach da sein, haben oder? wir uns von Viva Deco natürlich richtig angestrengt. Und zwar, wir haben unterschiedliche Motivbögen. Das eine ist ein Bügeltransfer-Motivbogen und das zeigen wir jetzt als allererstes. Da habe ich mir ein Seepferdchen schon mal ausgeschnitten, andersherum draufgelegt. Jetzt nehme ich mein Bügeleisen. Und sag mal, diese Bügeltransferbögen, die bekommt man auch dazu. Da muss ich mich erst in mühsamer Kleinarbeit dahinhocken und erst mal so ein Seepferdchen tackern. Das muss man erst mal können. Nein, die Motive, die sind alle von uns vorher designt worden. Und ja, da gibt es maritime Motive und natürlich moderne, fetzige Motive oder natürlich auch Mickey-Mäuse und Muscheln und alles, was du dir vorstellen kannst. So, jetzt bin ich mal 20 gespannt. Sekunden. Ja, die haben Jetzt wir ungefähr ja auch vorher gehabt, hier ne? eine Stecknadel hingegeben, gell, Ja, damit damit uns das das nicht runterrutscht, Motiv ne? nicht verrutscht. Und jetzt löse ich das mal hier langsam hoch und Stimmt. dann sehen wir die ganzen wunderschönen Punkte, die später Wahnsinn, ne? unser Seepferdchen geben. Und das ist natürlich eine Vereinfachung. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das heißt, wenn wir ohne Bügeltransfermotiv arbeiten, dass wir jetzt hergehen und hier, das ist jetzt kein Bügeltransfermotiv. Da pikse ich jetzt einfach in der Mitte den Punkt an. Also wenn ich nicht bügeln will zum Beispiel, ne? Wenn ich Genau, einfach mit meinem Stift hier richtig, Punkte genau. markieren will, das muss übrigens nicht nur ein schwarzer Stift sein, ne? Wenn ich jetzt einen Nein, dunklen Stoff habe, genau, wird das auch richtig. anders? Dann drehe ich hier das Ganze auf die Stelle hin, wo später das Motiv sein soll, nehme meinen Bleistift und schon, oder einen Kreidestift oder einen Gucken wir auch mal hier, ne? Buntstift Ob wir das und hinkriegen. dann Ja, durchsteche ich wird da sein. einfach die Mitte und unten drunter sehe ich dann den schwarzen Punkt, wo später natürlich diese tolle Perle drauffallen soll. Und die fallen ja richtig heraus. Und Ja. die Handhabung ist sowas von einfach. Soll ich es dir mal kurz Ja, zeigen? oder weißt du was? Ich bin ja, ich habe es dir ja eben schon mal anvertraut. Ich bin jetzt ja nicht so die Pfiffigste, was Basteln angeht und schon gar nicht, was Ah, Verzierung von T-Shirts angeht. Da hätte ich auch so richtig Angst. einfach. Also das geht Jetzt jetzt richtig genau. einfach. Ich probiere das auch immer zu Hause vorher Ich aus, probiere es hier gleich auf auch dem mal. Ich verspreche dir Haushaltstuch. jetzt. Und zwar einfach die Spitze immer vorher säubern vorm Start, als wenn ich jetzt hier einen Stift halten würde. Daumen und Zeigefinger und darüber mache ich jetzt so ein bisschen Druck. Und jetzt kann ich einfach mal hintereinander ein paar Punkte setzen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte aber so eine richtig dicke, große Perle haben, dann lasse ich die jetzt hier so richtig wachsen. Oder auch wieder eine kleinere. So, und So, jetzt probiere ich es doch auch mal, ne? Weil genau. jetzt sollten es ja auch wirklich tatsächlich mal die ausprobieren. Erstmal mache ich die Spitze sauber, hast du gesagt. Das Genau. schadet nie. Und dann setze ich hier Daumen mal und ganz Zeigefinger. vorsichtig so eine Perle. Ich Ein bin sehr bisschen, vorsichtig, du merkst ja. es. So. So, Genau. jetzt habe ich eine kleine Perle. Oder Warte. hier hätte ich jetzt zum Beispiel auch eine größere Genau. Perle. Und wenn du jetzt ein bisschen Abstand hältst, also nicht direkt auf das Tuch, sondern ein bisschen von hier oben Ja. und dann einfach die Perle wachsen Die sieht lassen. richtig rund aus und tatsächlich wie Probier eine es nochmal Perle, ne? aus. Ich probiere es noch einmal aus Daumen und und dann machen wir es Zeigefinger wirklich. nicht direkt draufhalten, ein bisschen höher.
so, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich bin fast perfekt. Ja, super, genau, klasse, Andrea kann es. Also Perlen und ich, wir sind super. So, ne? Das ist also überhaupt kein Problem. Ja. Ich merke es jetzt auch. Jetzt setzen wir das Ganze nochmal aufs T-Shirt oder sollen wir uns erstmal ein paar fertige Produkte angucken? Können wir eigentlich wir auch können machen, uns ne? auch gerne noch ein paar fertige Produkte ja, anschauen. Das wäre jetzt ja auch so ein maritimes Modell genau. zum Beispiel. Ne? Hier hast du zwar nicht das Seepferdchen genommen, sondern den Anker. Aber Anker, der jetzt hier gerahmt ist und hier sehen wir auch wieder wunderschön, das leuchtet so richtig. Die haben einen ganz tollen Glanz und wir können wieder hier variieren nach großen und kleinen Perlen natürlich gehen wir doch mal, auch. Gucken wir uns doch nochmal richtig hier von der Nähe an. Also das sind zum Beispiel, das sind ja jetzt auch verschiedene Farben. Also die gibt es in einer riesigen Farbenkollektion. Ja. Im Grunde genommen, ne? Genau, da gibt es eigentlich keine Wünsche, die offen bleiben. Also hier ja. wird jeder seinen speziellen Farbwunsch super. Natürlich erfüllen können. Okay, und das kann man auch dehnen, das haben wir eben auch ja. schon gezeigt. Ich denke mal, den nächsten Mittelmeerurlaub wird jetzt überhaupt nichts mehr im Wege stehen. Und ich denke, was man noch alles so für Feinheiten machen kann, ne? Da gehen wir gleich nochmal drauf. Genau.